Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, wünschen wir Ihnen. Wie gestern schon und auch noch morgen werden wir Ihnen die Parlamentskandidaten vorstellen. Wir werden Ihnen sagen, wer kandidiert, was die wichtigen Themen sind. Das ist die Aufgabe von Rai Südtirol, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir versuchen Ihnen ein bisschen zu sagen, was die großen Themen dazu sind. Gestern waren die Kandidaten des Wahlkreises Brixen, also des Eisacktals, Wipptals, des Pustertals und des Gadertals zu Gast. Und heute ist es der Wahlkreis Finchgau. Ja, weitere Wahlsendungen werden dann auch noch folgen in der kommenden Woche. Der Senatswahlkreis Meran-Finchgau, das ist ja neu, umfasst das gesamte Burggrafenamt und eben den Finchgau. Wer am 25. September die meisten Stimmen erhält, ist gewählt, selbst wenn es nur eine Stimme mehr ist als der Zweitgewählte. Wir werden Ihnen jetzt die Kandidaten vorstellen in einer schnellen Runde. Fangen wir an mit Uwe Staffler. Uwe Staffler kandidiert selbst nicht. Er vertritt die Kandidatin für den Senatswahlkreis Meran, Daniela Rossi. Willkommen. Guten Abend, willkommen auch Ihnen. Marlene Mesner kandidiert für die Grünen und die Linke. Guten Abend. Schönen guten Abend. Markus Falk hat keine zwei Wahlkreise. Er vertritt heute die Kandidatin des Movimento Cinque Stelle der Fünf Sterne, Francesca Morone. Guten Abend. Dann für die Liste Azione und Italia Viva kandidiert Giovanna Valentini. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Meinerseits guten Abend. Der Finchger Markus Hafner tritt an für das Team K. Guten Abend auch Ihnen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Rita Mattei kandidiert im Senatswahlkreis Meran für die Lega, Forza Italia und Fratelli d'Italia. Guten Abend. Guten Abend, danke. Und leider konnte die Kandidatin für Meran von den Freiheitlichen auch nicht persönlich da sein und wird vertreten von Andreas Leiter-Reber. Guten Abend. Schönen guten Abend. Julia Unterberger von der SVP und auch Susanna Singer von der Liste Viva, die sind nicht dabei. Sie kandidieren auch im Wahlkreis Meran. Wir starten also, wie gesagt, mit der ersten schnellen Runde. Herr Staffler, warum braucht es einen Kandidaten für den Senatswahlkreis Meran vom PD? Ja, aus dem gleichen Grund, aus dem es Kandidaten des PD in ganz Italien braucht. Die Demokratische Partei hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass es dem Land Italien besser geht, als wenn eine andere Regierung an der Macht ist. Das haben wir regelmäßig gesehen. Wir sind national aufgestellt, wir gehören zu einem europäischen Kontext, und zwar zur Europäischen Partei des Sozialismus. Und wir bemühen uns, so gut wie möglich dieses Land zu regieren. Natürlich gibt es Wahlkreise, wo man größere Chancen hat, gewählt zu werden. Aber als gesamtstaatliche Partei ist es natürlich notwendig, überall zu kandidieren, auch weil die Stimmen ja dann auch zusammengezählt werden. Dies gilt hauptsächlich für die Kammer und nicht nur für den Senat. Frau Mesner, Sie kandidieren für die Grünen und die Linke. Sie sind schon vor 2 Jahren politisch aufgetreten, haben da im Gemeinderat von Meran kandidiert. Warum wollen Sie es jetzt in Rom wissen? Nun, ich habe gewissermaßen Blut geleckt. Ich bin eine Quereinsteiger in der Politik. Der Grund, warum ich kandidiere, ist einfach, dass ich Optimistin bin und glaube, dass die Welt noch zu retten ist. Ich kandidiere für die Liste Grüne, Linke, Verdi, Sinistra, weil sie jene politischen Kräfte symbolisiert, diese Allianz, für die ich einstehe. Eine politische Bewegung, die für das Gemeinwohl eintritt und gegen die Interessen von Lobbys, die sich tagtäglich und schon seit vielen Jahren dafür einsetzt, dass unsere Welt ein kleines, Schritt für Schritt ökologischer, friedlicher, gerechter zwischen den Geschlechtern und Generationen und demokratischer wird. Ich bin Mutter von 2 Töchtern und sehe mich auch in Verantwortung, nicht nur für unsere jetzt bestehende Welt, sondern auch für die zukünftigen Generationen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Herausforderungen, vor denen wir zurzeit stehen und auch in Zukunft stehen werden, dass wir diese bewältigen können.
Herr Falk, Sie haben die Botschaft der eigentlichen Kandidatin Francesca Morone mitgebracht. Warum will sie antreten? Ja, ich möchte vorausschicken, dass ich hier in Vertretung bin, weil Francesca arbeitsabhängig ist und aus beruflichen Gründen sich nicht freistellen konnte heute Nachmittag. Deswegen sitzt jetzt hier ein Mann, der freiberuflich ist und sich das erlauben kann. Und das zeigt auch, in welcher Gesellschaft das wir leben. Franziskas Ziele sind hauptsächlich auf die Jugend ausgerichtet, weil sie selber Lehrerin ist und viel mit Jugend zu tun hat. Jugend heißt aber jetzt nicht Kinder, die man bevormunden muss, sondern wir verstehen unter einem Jugendlichen durchaus jemand, der auch noch nicht 30 geworden ist. Und das ist die Gesellschaft oder die Leute, die dann schlussendlich mit den Problemen auskommen müssen, die wir heute eigentlich schon angehen sollten, aber immer noch so tun, als ob es die nicht gäbe. Und dieser Teil der Jugend ist eigentlich die Hauptmotivation, wieso Francesca sich hier aufstellen hat lassen. Sie ist schon lange Aktivistin. Bei uns gibt es keine Mitglieder, sondern eben Aktivisten. Das heißt, es nützen uns keine Leute, die irgendwo was einzahlen und nichts tun, sondern entweder ist man dabei und man legt Hand an und sonst soll man es besser lassen. Und deswegen hat sie sich hier aufstellen lassen. Danke. Frau Valentini, Sie kandidieren ja für Azione und Italia Viva. Sie sind eine leitende Landesangestellte. Sie wagen jetzt diesen Schritt in die Politik. Warum? Ja, ich bin in diesen Jahren immer hinter den Kulissen der Politik geblieben und habe mitgearbeitet, praktisch viele Ziele zu verwirklichen und zu realisieren. Aber in der Arbeit habe ich mich ja auch mit den Problemen der Personen konfrontiert. Vor allem auch hier in Südtirol mit den Problemen, italienische Gesetze zu interpretieren und zu verstehen. Und vielen von unseren sozusagen Kunden des Landes haben wirklich keine Ahnung, wenn sie zum Beispiel einen Gesetz lesen, was passiert, was muss ich tun. Und ich habe mit diesen Personen in all den Jahren gearbeitet, um zu erklären, was zu tun ist und um eben die Sachen zu vereinfachen. Deswegen habe ich mich gewagt, diesen persönlichen Schritt zu machen und um meine Erfahrungen zur Geltung zu bringen. Herr Hafner, auf Gemeindeebene waren Sie schon mal politisch aktiv. Warum brauchen wir Sie in Rom? Ja, erstens vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin der Hafner Markus, Bauer am Paulihof, bin hauptberuflich Viehzüchter und Vater von 4 erwachsenen tollen Kindern. Wie Sie bereits gesagt haben, habe ich 15 Jahre politische Lokalpolitik hinter mir. Und vielleicht das hochinteressant ist, dass ich seit über 40 Jahren zwischen Deutschland und Italien im landwirtschaftlichen Bereich übersetze. Davon 20 Jahre in Brüssel als Simultanübersetzer für die europäischen Milcherzeuger. Und deswegen kenne ich die ganze Problematik in Brüssel sehr hervorragend. Und ich glaube auch, und ich muss Ihnen etwas sagen, ich bin jetzt ungefähr seit 14 Tagen im Wahlkampf. Es ist noch keine einzige Frage gekommen, wie geht es den Bauern, wer vertritt den Bauern, wer vertritt die Wirtschaft und wer vertritt die Familien. Und ich glaube, ich bin jeden Tag in der Scheiße drin. Ich melche abends und morgens die Kühe. Ich weiß die Problematik von den Familien und wie es uns geht. Und ich glaube, dass ich mit dem Wissen, das ich 20 Jahre in Brüssel bekommen habe, ein super Senator werde sein in Rom. Frau Mattei, man kennt Sie als Landtagspräsidentin. Sie sind auch Fraktionssprecherin der Lega im Landtag. Jetzt kandidieren Sie für den Senat in Rom. Warum? Ja, also danke. Ich möchte also, bevor ich anfange, bitte um Verständnis, weil ich natürlich Italienerin bin. Also bitte alle um Verständnis. Also ich glaube, ist es jetzt endlich Zeit, dass die Wähler und Wählerinnen Italiens und natürlich auch Südtirols also die Möglichkeit haben, selbst ein Governo, eine Regierung, genau, selbst zu wählen. Weil jetzt sind so viele Jahre, dass eben kein gewählter keine gewählte Regierung gibt. Genau. Also, das ist intanto das Erste. Zweitens, ich hoffe natürlich, dass vielleicht
Ich hoffe jetzt, die rechten Parteien eine Chance haben, um eben also eine echte Änderung zu geben. Danke Ihnen. Herr Leiter-Reber, warum wollen die Freiheitlichen diesmal auch nach Rom? Ich darf heute hier Sabine Zoderer, unsere Kandidatin für den entsprechenden Senatswahlkreis Meran bzw. West, vertreten. Es tut ihr furchtbar leid, dass sie heute nicht zusammen mit Ihnen hier diskutieren kann. Sie ist leider krank, kein Corona zum Glück, sondern normale Sommerinfluenza, aber trotzdem wäre sie gern hier gewesen. Für uns Freiheitlich ist es ganz klar, diesmal auch dabei zu sein, weil wir gesagt haben, wir wollen ein klares Angebot geben. Es hat ja in der Vergangenheit immer wieder geheißen, jede Stimme für die Opposition wäre eine verlorene Stimme. Das ist immer die Losung, die von der Volkspartei ausgegeben wurde. Wir haben ein ganz klares Programm auch für Rom, ein 10-Punkte-Programm. Ganz oben steht für uns zum Beispiel, weil es ganz aktuell auch ist, die Energieautonomie, wo wir einfach sagen, das steht seit 72 im Autonomiestatut, dass wir hier Kompetenzen haben, Zuständigkeit haben. Und wenn es zuvor geheißen hat, wer irgendwo sich alleingelassen fühlt beziehungsweise in der Scheiße steht, in der sprichwörtlichen Scheiße stehen mittlerweile alle Südtiroler, die den Strom zu bezahlen haben, von Privathaushalt bis zur Wirtschaft. Und hier gilt es einfach klar aufzutreten, sowohl in Bozen als auch in Rom. Danke schön, Herr Leiter-Reber. Jetzt gehen wir die zweite Diskussionsrunde an. Wir beginnen wieder von vorne, Herr Staffler. Es wurde gerade angesprochen, die Energiekrise, das Problem, dass sich die Leute die Energie oder sozusagen nicht mehr ans Ende des Monats kommen, wenn sie zurzeit Strom und alle anderen wichtigen Waren kaufen wollen. Was will denn der PD tun, wenn er an die Regierung kommt, um hier den Menschen unter die Arme zu greifen und diese Armut zu verhindern? Ja, der PD kann auch keine Wunder wirken. Natürlich, wie glaube ich, niemand hier. Wir sind alle eingebunden in einen internationalen Kontext und genau dort muss man natürlich arbeiten und die Sache angehen. Ich möchte daran erinnern, dass die Parteien, die den PD gegründet haben, maßgeblich mit der Südtiroler Volkspartei dafür verantwortlich sind, dass wir in Südtirol schon einen Teil an Energieautonomie haben. Ich glaube, da ist sehr viel geleistet worden, bin aber auch der Meinung, dass man noch weitergehen kann. Diesbezüglich denke ich vor allem an die Energiegemeinschaften, die wirklich ein sehr wichtiges Thema sind, wo wir leider darauf warten, dass auf nationaler Ebene endlich die Grundlinien gesetzt werden. Da könnte man zum Beispiel vorschlagen, vielleicht sogar als Modellregion vorauszugehen, weil wir auch sehr gut schon aufgestellt sind. Es gibt schon in Südtirol genug Initiativen, die dafür herhalten könnten. Was sehr wichtig ist, dass wir jetzt nicht glauben, wir können allein diese Krise angehen. Wir müssen das auf europäischer Ebene machen, das ist ganz klar. Diesbezüglich unterstützen wir auch Ministerpräsident Draghi in seinem Versuch, eine Preisschranke durchzusetzen und natürlich den Gaspreis und den restlichen Energiepreis zu entkoppeln, ist alles nicht so einfach. Wir verstehen das, aber das ist jetzt notwendig, auch weil die Südtiroler Haushalte, die italienischen Haushalte, die Südtiroler Unternehmen, die italienischen Unternehmen zu sehr darunter leiden. Mhm. Natürlich hätten wir uns alle gewünscht, dass der Ukraine-Krieg nicht stattgefunden hätte. Aber den haben wir nun einmal. Ich glaube, wir müssen auch da engagiert daran arbeiten, dass der so schnell wie möglich beendet wird. Aber eines ist klar, in der Übergangszeit müssen wir jetzt zu radikalen Methoden greifen. Und da gehört einmal eine Preisschranke, eine Preisgrenze dazu. Wir haben historisch gesehen alternative Energiequellen, Frau Messner, ein Thema, was die Grünen schon lange verfolgen. Wenn man kandidiert, macht man sich vermutlich auch Gedanken darüber, was würde ich jetzt tun, säße ich schon in Rom. Haben Sie eine Vorstellung, wie man da vielleicht anders manövrieren kann oder wie man Weichen für die Zukunft stellen kann, um diese Preissteigerungen in jeglicher Hinsicht zu stoppen? Zum einen geht es natürlich, wie schon gesagt, von Uwe Staffler darum, auf europäischer Ebene dieses Problem zu lösen, also diesen Energiepreisdeckel aufzusetzen, denn das ist ein wichtiger Schritt, um einfach das Zusammenbrechen ganzer Wirtschaftszweige zu verhindern. Wir als Grüne Sinistra haben diese Forderung zum Ausbau der erneuerbaren Energie ja schon seit Jahrzehnten gestellt und sind unermüdlich auch in diese Richtung
immer wieder aufgetreten. Leider auf Südtiroler Ebene haben wir bereits 69% der Energie wird aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt. Da sind wir schon gut dran. Auf nationaler Ebene ist es noch weitaus schlechter. Ich persönlich glaube aber auch, dass wir kurzfristig Energiesparmaßnahmen brauchen. Das heißt, dass wir versuchen müssen, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr Maßnahmen zu setzen, um Energie einzusparen. Hier ist es sehr wichtig, dass eine Kostenwahrheit da ist und eine soziale Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass wir hier in Südtirol üblich ein Verband nach dem anderen sich ins Spiel bringt und Erleichterungen für seine Branche erwirkt. Es geht darum, dass wir vor allem an jene denken, die am benachteiligsten sind, an die Familien, an die kleinen Handwerker, die kleinen Betriebe, Kleinbetriebe machen in Südtirol oder in Italien 75% aller Betriebe aus. Hier geht es eigentlich einfach darum zu schauen, wie wir unterstützen können. Ich möchte auch noch etwas anderes dazu sagen, was den öffentlichen Verkehr betrifft. So sehen wir ja, dass wir in Südtirol da leider nicht so gut dran sind, was die sanfte Mobilität betrifft. Und auch hier wird sehr viel Energie verbraucht. In Südtirol ist das größte, gibt es mehr Autos als Menschen. Und die CO2-Emissionen durch den Verkehr betragen 56% der CO2-Emissionen insgesamt. Das ist in den letzten 11 Jahren seit dem ersten Klimabericht nicht weniger geworden. Das bedeutet, wir müssen unbedingt auch den öffentlichen Verkehr ausbauen, massiv ausbauen. Das ist natürlich so kurzfristig jetzt nicht möglich. Was wir aber tun können, und das ist wieder auch eine nationale Angelegenheit, vielleicht aber auch eine regionale Angelegenheit. Wir müssen es den Menschen erleichtern, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Wir müssen Aktionen wie das 9-Euro-Ticket oder kostenlose Züge, wie es jetzt seit 1. September in Spanien der Fall ist, anbieten. Und wir müssen vor allem daran arbeiten, dass unsere öffentlichen Verkehrsmittel pünktlicher sind, verlässlicher und schneller. Erst vor kurzem wurde der Zug zwischen Meran und Bozen in einer italienischen Tageszeitung als Treno Lumaco bezeichnet, oder Treno Lumaco, als ein Schneckenzug. Er hat in 50 Jahren seine durchschnittliche Fahrzeit von 40 Minuten nicht verändert, also ist nicht eine Minute schneller geworden. Herr Falk, Sie sind ja für die Fünf-Sterne-Bewegung hier. Sie sind der Datenexperte. Ich habe nachgeschaut, die Inflation im August hat 8,4% die Preise sind um 8,4% seit Jahresbeginn angestiegen. Was will denn die Fünf-Sterne-Bewegung dagegen tun oder vor allem für die Menschen tun, damit sie ihr Leben noch bewältigen können? Ja, man muss eben dazu sagen, dass ein Teil dieser Inflation hauptsächlich auf die Teuerung der Energie zurückgeht. Und da muss man unterscheiden zwischen momentane Teuerungen, die eben kriegsbedingt, konfliktsbedingt sind, und solche, die eigentlich jetzt mit der Wirtschaft zu tun haben, beispielsweise auch, was unsere Märkte machen. Man darf nicht vergessen, Strom ist nicht wie Wasser. Das heißt, wenn ich den Hahn aufdrehe und dann zudrehe, dann spare ich nichts. Der produzierte Strom, der nicht verbraucht wird, ist weg. Und das ist also etwas, mit dem wir sehr sensibel umgehen müssen. Und wir haben jetzt die Chance, weil jeder merkt, was es heißt, wenn Energie teuer ist, nicht mehr zur Verfügung steht, dort, wo sie eigentlich sonst immer ganz normal war, dass man eigentlich mit Einsparungen was erreichen kann. Man muss jetzt zwei Dinge machen. Man muss einerseits natürlich finanziell, sei es Familien, aber natürlich auch die Firmen absichern. Da gibt es schon Ansätze in Österreich. In Wien zum Beispiel gibt es pro Erwachsenen 500, pro Kind im Familienhaushalt 250 Euro. Damit sind sie mal die Probleme in der Bevölkerung los, dass es zu Unmut kommt. Wir müssen alle diesen Krieg jetzt aushalten. Wir müssen unseren Beitrag leisten. Die Ukraine zahlt das mit Blut und wir müssen es halt mit anderen Mitteln bezahlen. Wir haben aber jetzt auch die Gelegenheit zu sagen, Achtung, wir müssen einsparen jetzt für den Winter. Beispielsweise könnte man so eine Auszahlung auch mit Einsparungen verkoppeln. Derjenige, dem es gelingt, zum Beispiel 10% einzusparen, kriegt das dann belohnt, andere vielleicht nicht.
Und damit schaffen wir endlich mal diesen Ansatz, dass man sagt, es gibt die Notwendigkeit, auch in der Energie zu diversifizieren. Wir haben das Problem derzeit, weil wir ganz stark von einseitigen Energiequellen abhängig sind. Und diese Autonomie in Südtirol, dass man sagt, das Wasser gehört uns, kann ich überhaupt nicht teilen. Wir sind vielleicht später froh, wenn wir Sonnenenergie aus dem Süden kriegen, sodass wir auch hier dann Energie um günstige Preise importieren können. Deswegen, aus meiner Sicht, geht jetzt also eine Entwicklung los und den Moment sollte man jetzt nicht versäumen. Frau Valentini, Ihr Bündnis hat das konkrete Ideen, um auf das immer teuer werdende Leben einzugehen? Wie sieht da das Rezept für morgen aus? Wie die Kollegen schon gesagt haben, es ist nicht einfach und ein magisches Rezept, glaube ich, hat keiner von uns. Und das, wie gesagt, ich bin auch der gleichen Meinung, dass diejenigen, die dann regieren, konkret regieren müssen, sicherlich nichts einfach haben werden. Auf jeden Fall, mein Bündnis hat ein Programm, sehr aufschlussreich, 64 Seiten. Und wobei auch Energie erwähnt wird. Es werden sofortige Maßnahmen, wie zum Beispiel auch die sogenannten Gasdotti in Italien, die eigentlich schon bereit wären, aber nur aus bürokratischen Gründen nicht funktionieren. Und deswegen, wir müssen auch, und ich wiederhole, Bürokratieabbau und Klarheit der Gesetze und der Gesetzestexte und auch schnelle Prozeduren, schnelle Maßnahmen eintreffen. Deswegen unterstützen wir auch den Präsidenten Draghi mit der Draghi-Methode. Das ist eine einfache Methode, an die Probleme daran zu gehen und Lösungen zu finden. Also dann, auch jene Methode, alternative Gaslieferanten zu finden aus anderen Ländern? Ja, das auch. Unabhängig davon, dass man sich dann auch wieder bindet? Ja, als sofortige Methode. Dann, das wäre, weil wir müssen eine sofortige Lösung finden. Wobei in den vergangenen Jahren auch keine Lösung gefunden war. Wie gesagt, und deswegen müssen wir jetzt sofort etwas machen. Dann gibt es aber Lösungen, die wir auf die Zeit dann treffen müssen, dass die Regierung treffen muss. Und das heißt auch zum Beispiel alternative Energiequellen zu suchen und zu potenzieren, und weil das ist ja ganz wichtig für die Umwelt. Weiterhin natürlich müssen auch diese Lösungen nicht nur italienweit alleine getroffen werden, sondern europaweit, alle zusammen. Und dann vielleicht eine persönliche Meinung. Wir können auch zurzeit auch als sofortige Lösungen etwas in Südtirol für uns finden, weil wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, unsere öffentliche Gesellschaft Alperia und deswegen mit der könnte man vielleicht Lösungen finden, um auch die Rechnungen irgendwie die Tarifen durchzuschauen und da Lösungen für unsere Mitbürger zu finden. Herr Hafner, Sie haben davor sehr bildreich beschrieben, wie Sie im Stall stehen, und dort wird der Strom auch teurer. Wie schaut es denn aus, wenn Sie nach Rom gewählt werden für das Team K? Was wollen Sie denn da tun, dass vor allem bei Ihnen und bei Ihren Kollegen in der Landwirtschaft, wenn man so sagen will, dass da die Preise sinken und nicht durch die Decke gehen? Vielen Dank für diese sehr interessante Frage. Bei uns in der Landwirtschaft, wir haben von der letzten Stromrechnung eine 400-prozentige Steigerung bekommen. 100-prozentige Steigerung. Ich habe letztes Jahr für eine Belüftung im Sommer 600 Euro bezahlt, heuer zahle ich 1200 Euro und bin Mitglied bei einem lokalen Stromanbieter, Vion.
wir, und möchte ich auf diese Weise bitten, dass Sie nicht nur den Strom kaufen und verwalten, sondern auch selbst einsteigen in der Produktion, wie Alberia. Das wäre wieder ein weiteres Lokales. Und etwas möchte ich heute auf euch hinweisen. Wir hatten heuer einen ganz wasserarmen Sommer. Sogar auf den Almen haben nicht mehr die Wasserkraftwerke funktioniert. Wir mussten Diesel und Aggregate hinaufbringen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch zwei Dinge sagen. Erstens möchte ich mich bei meinen zwei Kollegen, Vorredner, bei Uwe Stafel und bei der Dame anschließen. Und wir Milcherzeuger, ich war letzte Woche zwei Tage in Brüssel, sind in dieser Angelegenheit schon aktiv. Und wir fordern von der Ursula von der Leyen oder von italienischen Regierung in Zukunft eine Deckelung der Preise für Familien, für Handwerksbetriebe und für die Landwirtschaft. Und wie schaut diese Deckelung bei uns aus? Die Deckelung, wenn ich voriges Jahr 1.000 Euro für den Strom bezahlt habe, muss ich heuer auch 1.000 bezahlen. Den Rest hat uns die Regierung in Italien oder Brüssel zu ersetzen, denn wir einfache Leute in der Basis sind nicht schuld für diesen Krieg. Und ich sage Ihnen noch etwas, die großen Energiekonzerne spekulieren auf unseren Kosten. Sie wissen, wie viel die sie verdienen. Und jetzt möchte ich noch etwas ganz Provokantes sagen, weil ich ja viel in Brüssel bin. Wir müssen höchste Zeit diesen Krieg beenden, höchste Zeit. Wir müssen Putin das Gesicht versuchen, in der Diplomatie zu retten. Wir sind von seinem Gas abhängig und wir brauchen auch sein Gas. Und leider, durch dieses Embargo, trifft es uns Familien, uns Bauern und die kleinen Handwerksbetriebe am meisten. Und ich sage Ihnen, wenn das so weitergeht, werden wir eine Konkurswelle bekommen und viele landwirtschaftliche Betriebe werden schließen. Wir in Brüssel, wir Milcherzeuger, sind schon aktiv seit letzter Woche. Frau Mattei, teures Leben hört man bei den momentanen Wahlkampfkampagnen immer wieder von allen drei Parteien, in deren Bündnis sie antreten. Das Thema Klimaschutz ist kein großes Thema, das Thema alternative Energien, so wie wir sie hier haben, auch nicht so. Was sind die Maßnahmen, die Sie sich vorstellen können, zu denen Sie in Rom Anstifterin werden könnten? Ja, also erstens muss ich sagen, also ich schließe mich an, als was jetzt gesagt wurde. Wir können nicht, wir wissen alle, wieso wir jetzt in dieser Situation sind. Das betrifft nicht nur also die Betriebe, sondern jeder einzelne Einwohner, jeder einzelne Cittadino. Also, natürlich kann diese Situation nicht nur vom Staat gelöst. Also, ja, genau. Da muss man erstens, also wer da gewählt wird, muss natürlich erstens in Europa handeln. Weil die Union, die UE, kann nicht, von mir aus gesehen, kann nicht nur Sachen entscheiden. Aber ja, gut, aber man muss auch auf die Folgen nachdenken. Und wenn wir jetzt in dieser Situation sind, dann muss Europa etwas machen, um die ganze, also ganz Italien, nicht nur Italien natürlich, zu unterstützen. Also heißt das, dass die Sanktionspolitik, die momentan auf EU-Ebene und auch auf italienischer Ebene gefahren wird, Ihrer Ansicht nach nicht der richtige Weg ist? Also es könnte der richtige Weg sein, aber man muss auch sich Europa auch einsetzen für die Folgen, weil es ist natürlich leicht, etwas zu entscheiden und dann die ganzen Leute so lassen, wie es geht. Das also noch mehr Hilfsgelder nach PNRR? Erstens Hilfsgelder, wenn es so weitergeht, ich hoffe natürlich nicht, ich hoffe, dass es dann eine Lösung kommt, aber natürlich bis soweit sein wird. Jetzt muss man natürlich, jetzt können wir nicht mehr warten, weil die Betriebe. Und alle können natürlich nicht mehr warten. Wenn bis gestern ein Bar zum Beispiel 2.000 Euro bezahlt hatte, jetzt bezahlt er 10.000 Euro,
kann das natürlich... Also es braucht Hilfen, öffentliche. Ja, logisch. Und auch gleich, nicht in vielleicht, weiß ich, in welche Zukunft. Gleich. Natürlich, da braucht man auch alternativen Energiequellen. Bis jetzt, logisch, in Italien ist es immer so gewesen, wenn man etwas machen wollte, Gasdotti oder Nukleare und so weiter, hat man immer Nein gesagt. Immer Nein. Jetzt sind wir in dieser Situation. Ich glaube, man muss auch in Italien nachdenken, wie man weitergeht. Herr Leiter Reber, die Freiheitlichen haben auch immer wieder darauf hingewiesen, auf dieses Problem. Jetzt sollte die Frau Zoder oder sollte ein Vertreter ihrer Partei nach Rom gewählt werden. Was ist denn da zu tun, um eben dieser steigenden Armut entgegenzuwirken? Ja, vor allem ist das zu tun, was wir selbst in der Hand haben. Und ich muss jetzt schon ein paar Dinge zurechtrücken. Wenn hier gesagt wird, es wird die Regierung der letzten Jahre, SVP und Lega, auch gelobt. Diese Regierung hat 100 Millionen in den letzten Jahren, da war der PD übrigens auch noch dabei, versemmelt, weil der Gratisstrom nicht genommen worden sind. Das sind 100 Millionen, die dem Südtiroler verloren gegangen sind. Wird nicht thematisiert. Das Nächste, was mich ein bisschen stört, dass man jetzt nur den Ukraine-Krieg für alles verantwortlich macht. Moment einmal, liebe Leute. Die Wohnungspreise, der Wohnungsmarkt in Südtirol ist seit Jahren extrem hoch, dass sich die Leute nichts mehr leisten können. Die Strompreise waren in den letzten Jahren in Südtirol die höchsten innerhalb Italiens, obwohl wir 200% Erneuerbare selber schon produzieren. Also wir brauchen uns hier nichts vorhalten lassen, was erneuerbare Energien anbelangt. Wir produzieren allein von der Wasserkraft 200%. Die ist noch ausbaufähig. Wir können noch Photovoltaik auch noch hinterher schießen. Aber ich sage nur, was wir hier schon für ein Potenzial haben. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, unsere autonomiepolitischen Spielräume auszunutzen. Und deshalb sitze ich ja auch hier, dass wir sagen, wir Freiheitliche wollen eben diese Spielräume für uns nutzen, die uns die Autonomie gibt. Denn wir werden es nicht, ein Vertreter von uns oder von PD oder von Ihnen, wird jetzt nicht unbedingt den Ukraine-Krieg beenden, sondern wir müssen das versuchen, was wir hier vor Ort machen können. Und deswegen möchte ich auch keine falschen Versprechungen geben, sondern das, was konkret möglich ist. Und das zeigen nicht nur wir auch auf, sondern auch andere Energieexperten, die durchaus auch sagen und schon Studien auch veröffentlicht haben, wo es heißt, eine Regulierungsbehörde auch in Südtirol, die imstande ist, auch hier lokale Kreisläufe zu stärken. Denn um das geht es ja am Ende, dass wir sagen, schaut, wir müssen die Bevölkerung mit einbinden und sie soll auch etwas von dieser Produktion, von dieser Heimholung haben, gerade im Senatskreis Finchgau, denken wir an den berühmten Reschensee mit seiner Vergangenheit, wo er sagt, das wäre das Mindeste, dass wir auch die Bevölkerung daran teilhaben lassen, an der Produktion. Und hier gilt es, die Energiegenossenschaften, die kleinen, zu fördern, aber das Land darf sich hier nicht aus der Verantwortung stellen, denn eine Landesenergiegesellschaft, was ist denn das eigentlich? Das sollte ja auch eine Energiegesellschaft sein, die nicht wie ein privater auftritt, sondern für uns alle, für die Bürger dieses Landes. Was wir verkaufen können, verkaufen wir, aber das, was wir auch selber nutzen, soll den Menschen zugutekommen. Und auch was die Raumordnung, das Wohnen anbelangt, auch hier greift die Autonomie wieder. Warum getraut sich die Landesregierung hier das Gesetz nicht in bestimmten Bereichen anzupassen? Weil wir dann immer wieder vor dem Verfassungsgerichtshof landen. Deswegen werden Durchführungsbestimmungen komplizierte gemacht, um das zu umschiffen. Das heißt, wir haben derzeit eine Teilautonomie und uns geht es darum, eine echte Autonomie daraus zu machen. Stichwort für die Abschlussrunde. Wir haben 5 Minuten. Kurze Abschlussrunde, bitte. Also jeder eine kurze Stellungnahme. Thema Autonomie. Herr Staffler, was würde Ihre Partei, was würde der PD als erstes an Befugnissen an Land ziehen wollen? Gut, Sie haben mir vorher gesagt, wir sind frei zu antworten. Ich erlaube mir jetzt nicht auf Ihre Frage zu antworten, sondern ein bisschen genereller über das Thema Autonomie zu reden. Sie werden mich unterbrechen, wenn ich überziehe. Ich glaube, ich kann mir es jetzt erlauben, nach dem Kompliment an die Volkspartei und auch an die Lega, jetzt Tacheles zu reden, was die Autonomie anbelangt und was die Zukunft unseres Landes anbelangt. Wir kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus, ein Jubiläum nach dem anderen. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir uns jetzt zu sehr auf den Lorbeeren ausruhen und nicht unsere Autonomie weiterentwickeln. Es wäre höchst an der Zeit, endlich über dieses Sprachgruppenproblem hinwegzukommen. Wir haben nun einmal diese großartige Möglichkeit, in mehreren Sprachen und in mehreren Kulturen hier in diesem Land aufzuwachsen.
Wir können das jetzt sogar machen, indem wir das mit Leuten aus anderen Ländern auch noch teilen. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass auch gewählte Parlamentarier im Senat und in der Kammer einen Beitrag leisten sollten, dass die Südtirol-Autonomie endlich weiterentwickelt wird. Was heißt das? Wir müssen jetzt anfangen, mehrsprachige Schulen auf den Weg zu bringen. Wir müssen langsam, aber sicher auch anfangen, die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen und den Proporz zu überdenken. Wir müssen immer mehr eine Autonomie, die an das Land gebunden ist, an die Bedürfnisse hier und die an die Kompetenzen gebunden ist, auszubauen. Danke schön, Herr Staffler. Frau Messner, Sie kommen aus dem Kulturbereich. Das Thema Autonomie, welche Rolle spielt es für Sie und wo geht es denn, sollten Sie Senatorin werden in Rom, wo geht es denn hin aus Ihrer Sicht mit dieser Autonomie? Nun, ich denke, wir stehen als Bündnis Die Linke, die Grünen natürlich zur Autonomie und auch zum Ausbau der Autonomie. Wenngleich wir ebenso wie Uwe Staffler auch finden, dass die Autonomie in bestimmten Bereichen wirklich weiterentwickelt werden muss. Für mich ist das so ein grundsätzliches Konzept, die Autonomie. Es hat ja vor Jahren den Autonomiekonvent gegeben. Dort wurden Ergebnisse produziert, die dann leider versandet sind. Für mich ist es wichtig, dass wenn wir von Autonomie reden, gemeinsam partizipativ entwickeln, wo die Autonomie ausgebaut werden soll. Die Richtung, in die die Richtung, die jetzt möglicherweise die neue Regierung einnimmt, scheint mir, falls es eine rechte Regierung wird, wird höchstwahrscheinlich nicht besonders autonomiefreundlich sein. Und deswegen müssen wir alle unsere Kräfte darin setzen, dass wir trotz, falls diese Regierung zustande kommen sollte, dass wir trotzdem konkret an dieses Thema herangehen und partizipativ. Danke, Frau Messner. Die Fünf-Sterne-Bewegung, was will die als erstes in einen Angriff nehmen oder braucht es Ihrer Ansicht nach überhaupt noch mehr Autonomie? Auf jeden Fall. Also die Fünf-Sterne gilt zwar als zentralistisch und nicht föderalistisch. Und das ist aber so zu interpretieren, dass der Föderalismus, der dividiert, der auseinander, der teilt, das ist nicht der unsere, sondern die Eigenständigkeit, die müssen wir betonen. Und ich kann mich nur anschließen, wir müssen auch ganz klar für Südtirol eine Identität aussprechen. Da gehören alle drei Sprachgruppen dazu, wie auch immer man die dann interpretieren und leben möchte. Eines dürfen wir in Südtirol nicht vergessen. Auch wenn wir sehr viel Strom produzieren, hätten wir nie die Chance, mit unserem Strom unsere Wirtschaft zu betreiben. Denn Strom funktioniert nicht wie Wasser. Das ist einfach ein Märchen, das hier erzählt wird. Genauso ist es mit der Autonomie. Südtirol abkapseln heißt, wir landen irgendwo in Nordkorea, wenn wir so weitermachen. Sondern wir leben in einer Welt, die interagiert und man muss sich öffnen. Frau Valentini, die Autonomie, ein Thema, das Sie ansprechen oder beziehungsweise das Sie anspricht und wo Sie sagen, das muss noch weiterentwickelt werden? Ja, unsere Autonomie muss angewandt werden, so wie sie ist, aber auch weiterhin potenziert und weiterentwickelt wird. Nur was auch von meiner Berufserfahrung stammt, weil wir haben die Autonomie in vielen Sektoren und das ist, wie gesagt, sehr wichtig und muss weiterentwickelt werden. In anderen Sektoren, wo wir keine Autonomie haben, zum Beispiel denke ich an Straßenverkehrsordnung, das ist ein italienweites Gesetz, dann müssen wir tätig in Rom sein, um auch die italienischen Gesetze in Südtirol anzuwenden, aber für unsere lokale Bevölkerung. Zum Beispiel auch, denke ich mir, weil in vielen Sektoren sind wir auch, haben wir uns weiterentwickelt also als Italien. Und deswegen denke ich mir, wir könnten auch in Rom sehr gut arbeiten, als Pilotprojekte zum Beispiel in Südtirol zu machen. Dankeschön. Herr Hafner. Ja, vielen Dank. Die Autonomie ist für mich eines der wichtigsten, beziehungsweise für uns als Team K. Wir sind auch eine Partei, die für die Autonomie da ist und für den Ausbau. Und vor allem, das möchte ich betonen, denn mit Einbeziehung unserer italienischen Freunde, Südtiroler italienischer Muttersprache.
Und ich erlebe das jeden Tag in der Peripherie bei den Italienern. Ich kenne einen einzigen Freund, der sagt, ich bin Südtiroler italienischer Muttersprache. Und wir müssen offen ansprechen, denn die Saggio gibt es immer wieder. Der kommt abends beim Bier raus, der kommt, wir sind doch weit hinten, wir reden da alle schön, wunderbar herum, aber den Saggio gibt es auch in der Peripherie drauf, von einem Glas Wein. Und ich persönlich habe nur vom Italienischen profitiert. Wir sprechen daheim drei Sprachen. Meine zukünftige Schwiegertochter ist Slowakin. Ich sage, bring unseren Kindern noch die vierte Sprache bei. Und weil wir jetzt bei der letzten Runde sind, da jeder darf frei reden, darf ich noch eine Minute? Einen Satz schnell. Können Sie noch sagen, bitte. Wenn ich Senator bin, dann will ich über das Umweltministerium das Wolfs- und Bärmanagement und das Schweine-Wildschwein-Management nach Bozen holen. Das ist für uns Bauern wichtig und wird nicht thematisiert. Frau Mattei, Thema Autonomie. Welche Rolle spielt für Sie die Autonomie? In welche Richtung muss sie sich entwickeln? Ja, also die Lega ist natürlich seit immer eine föderalistische und autonomistische Partei. Also das ist natürlich für die Lega immer so gewesen. Jetzt ist natürlich so die Frage, also mit Fratelli d'Italia, was passiert dann, wenn so eine Regierung zusteht oder kommt. Also ich kann alle tranquillisieren, wie sagt man? Beruhigen. Beruhigen, genau, danke. Also eben weil für die Lega so eine wichtige Sache ist, hat man zusammen ein Programm gemacht und das steht im Programm. Anzi, in die ersten Punkte des Programms, des Koalitionsprogramms, und das ist von allen Parteien unterschrieben worden. Und das steht also schwarz auf weiß im Koalitionsprogramm. Also braucht man keine Angst zu haben. Natürlich Anzi, im Gegenteil, im Programm steht natürlich auch, wir sind natürlich auf Italienisch. Also wir haben schon eine Autonomie, gut, also wir können aber diese Autonomie noch ausbauen. Und auch für andere Regionen, die die Autonomie nicht haben, diese Autonomie bringen. Danke. Entschuldigung. Alles gut. Herr Leiter-Reber, das Stichwort haben Sie. Wie stehen Sie dazu? Na, ich muss sagen, es ist nicht immer alles, was geschrieben wird oder vor den Wahlen versprochen wird, wird gehalten, liebe Kollegin. Egal, wenn wir jetzt schon auch beim Wolf-Abschuss sein, wir haben ein Landesgesetz, das hat unser Landeshauptmann vor den Wahlen versprochen. Die Lega hat es uns versprochen. Mittlerweile wartet Sabine Zoderer, meine Kandidatin, die ja Jägerin ist, immer noch hart darauf, dass sie endlich den Freibrief dazu bekommt. Nur, um es jetzt kurz zu machen, autonomiepolitisch, da müssen wir eines sagen, egal wer von uns oder wer von Ihnen besser gesagt morgen Südtirol in Rom vertreten wird, ich habe eine große Bitte und das ist auch ein Auftrag, dass man einfach Südtirol im Vordergrund behält. Wir sind eine kleine Minderheit in Italien, das darf man nicht vergessen, auch wenn wir eine Mehrheit im eigenen Land sind. Und deshalb die Schutzmechanismen unserer Autonomie, die können wir erst ändern, wenn sich die Rahmenbedingungen unserer Autonomie auch geändert haben. Davor warne ich, dass wir hier zu früh Lockerungen machen, die wir als Minderheit vielleicht gar nicht aushalten würden. Vielen Dank, Herr Leiter-Reber. Vielen Dank Ihnen allen. Danke Ihnen fürs Zuschauen daheim. Morgen sind die Kandidaten des Senatswahlkreises Bozen hier bei uns zu Gast. Und wir beide werden Sie wieder durch die Sendung führen, hoffentlich ohne Stottern. Schönen guten Abend.